Herzlich willkommen zurück in Fürlefanz. Wir sind jetzt ein kleines Dorf, haben 1030 Einwohner und in der ersten Folge haben wir schon mal eine Schule gebaut und einen Fußgängerübergang an der Hauptstraße. Wir haben ein kleines Industriegebiet gebaut und ein paar Reihenhäuser und jetzt in dieser Folge kümmern wir uns vielleicht um eine Buslinie. Und wir bauen noch ein bisschen weiter unser Dorf aus und verschönern das noch ein bisschen. Und dann starten wir doch einfach auch mal direkt mit dem Fußgängerübergang hier drüben nochmal. Den würde ich mal kurz hier abreißen. Weil ich möchte nämlich die Straße hier nochmal ein bisschen vergrößern. Damit wir später keinen hier eventuell haben. So. Und den Fußgängerübergang, den setzen wir jetzt direkt wieder hin. Mal gucken. Nehmen wir den denn hier gar nicht mit rüber? Okay, müssen wir mal gucken. So. Das mal ab. Versuchen wir es nochmal. Die Strecke ist anscheinend zu lang. Ja, das ist auch nicht gut. So könnten wir es theoretisch machen. Aber das geht nicht. Warum? Machen wir es vielleicht einfach so? Das hier führen wir in so einer Kurve hier runter. Also mit einem normalen Fußweg natürlich. Ja, ist auch noch zu viel. Schauen. Problem hier. Ist ja nicht. Dann hoch 10. Warum kriegen wir das nicht mit angebunden? Ha. Das verstehe ich jetzt hier gar nicht, wie das Problem sein soll. Mich jetzt hier gar nicht in Ruhe. Wie funktioniert das denn ohne eine Brücke? Nee. Lappende Objekte. Warum will er das so tun? Ja. Und warum kann man hier keine Säule in die Mitte stellen? Ich meine, das dafür oder nicht. Ah. Naja, muss ich es ja fast so machen. So und so rübergehen. Dann ein paar Schnörkel hier lang. Hier vielleicht dann auch nochmal in so einem Schnörkel hier wieder dran gehen. Dann müssen wir noch den hier mit anbinden. So. Okay. Könnten wir das dann mal so und so vielleicht machen? Oder wie sieht denn das aus? Oder? Der ist ein bisschen schief geworden. Mal nochmal anpassen. So, erstmal reingehen. So. Okay. Dann gehen wir von hier drüben. Hier hin. Runter. Und dann machen wir hier drüben. Ah, wieder futsch.
vielleicht drauf achten können. Das machen wir mal ein bisschen an. So. Okay. Dann setzen wir hier so einen Schnörkel drum. Ja gut, macht jetzt noch nicht so viel her. Aber ich glaube, das können wir ein bisschen anpassen hier. Guck mal, hier können wir das einen kleinen Berg machen. Das ist eine Vorsicht. Nein. Kleiner werden. Oh ja. Und mal hier eigentlich. Windkraftbar draufsetzen. Ein bisschen groß, ne? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Telekommunikationsmast könnten wir da hinsetzen eigentlich. Das wäre doch was. Und dann lassen wir doch den Berg so wie er ist. Machen hier noch so ein bisschen Berg mal rum. So vielleicht. Okay, wir haben mittleres Dorf erreicht. Wir haben jetzt noch ein paar neue Kacheln und wir hatten genügend Punkte, um das Kohlekraftwerk zu holen, was der von Anfang an geplant war. Wir halten das einfach mal frei. Dann kümmern wir uns gleich drum. Erstmal will ich jetzt hier das ein bisschen glätten nochmal. Und vielleicht nehmen wir uns mal die Ebene. Nee. Die Ebene machen wir das so ein bisschen weg von der Straße. Und wir setzen uns Apfelbäume. Ja, die müssen jetzt aber auch erstmal wachsen. Können wir eigentlich immer den Pinsel hier benutzen. Dann wollen wir hier ein kleiner. So. Eigentlich könnten wir mal hier so einen kleinen Weg hochführen. Vielleicht. Ah, nee. Probieren wir es nochmal. So, ist cool. Nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, irgendwie. Weiß auch nicht. Irgendwie, ha. Ist optisch nicht so der Hingucker. Wir machen es nochmal vielleicht. Oh, wir können ja hier eigentlich so weggehen. Runter und jetzt bin ich mal hier mit an. Oh. Genau, und den machen wir jetzt in so einem Bogen.
Ja, ist okay. Das lassen wir erstmal so. Das hier gefällt mir noch nicht ganz. Können wir aber später nochmal drüber gucken. Auf jeden Fall könnten wir dann hier nochmal so eine Brücke rüberbauen, vielleicht, wenn wir es brauchen, aber erstmal lassen wir es so. An die Straße würde ich gerne auch nochmal ein paar Bäume setzen. Wobei, dafür haben wir ja eigentlich. Ja, später erst. Okay, das könnten wir erst mit dem nächsten Meilenstein freischalten, dass wir hier in der Hauptstraße noch mal ein paar Bäume pflanzen. Genau, das lassen wir erstmal so. Das finde ich ganz okay. Vielleicht erbarmt sich auch irgendjemand und macht noch was Schöneres später draus. Wäre sehr geil. Aber erstmal wollten wir jetzt hier gucken wegen Kerncocktail. Also. Wir haben ja derzeit das kleine Kohlekraftwerk. Das hier wollen wir jetzt bauen. Das Geld haben wir ja auch. Ganz knapp. Das Kraftwerk könnten wir halt auch bauen. Hätten halt eine kleinere Verschmutzung. Produzieren aber auch ein bisschen weniger. Aber es wäre auch erstmal günstiger. Ich glaube, wir nehmen doch das Gaskraftwerk. Dann haben wir die Punkte halt erstmal ein bisschen verschwendet. Aber gut. Wir haben es ja über. Kein Problem. Na, jetzt ist die Frage. Eigentlich war das ja angedacht, hier unten hinzusetzen. Wegen dem Wind. Dem Wind. Hier. Geht ja super in die Ecke rein. Und dann wird unsere Stadt von nichts betroffen. Aber wir müssen nochmal gucken wegen Ressourcen. Das ist eigentlich auch eine super Ecke da unten. Oh. Oh, ich sehe, unser Dorf muss umgebaut werden. Da müssten ein paar Farmen hin. Okay, das könnten wir noch schaffen, dass wir das komplett umbauen. Die Hauptstraße können wir ja da trotzdem durchführen. Was haben wir denn hier drüben? Erzvorkommen. Boah, ja, schwierig. Wir haben auch vier Getreidefelder eigentlich, ne? Von hier drüben ist Öl. Ja, Ölvorkommen ist das hier auf der kleinen Insel. Ich glaube, das können wir getrost ignorieren. Hier drüben finde ich es ganz geil, da so ein paar Farmen hinzusetzen. Hier haben wir auch Erze. Ach, heilige. Ja, die Karte ist halt richtig voll mit Ressourcen. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier diese Kacheln und bauen ein Industriegebiet hier in die Ecke. Das machen wir mal weg. Machen wir uns das so. Und das nochmal anbinden. Hier machen wir mal so. Naja, wir haben gar keine Schnellstraßen. Ist schlecht, merke ich gerade, aber sollte ja trotzdem kein Problem sein. Kriegen wir ja mit angebunden so ein bisschen Autobahn hier. So, wie machen wir es denn am dümmsten? Also, das Kohlekraftwerk. Nee, das Gaskraftwerk wollten wir ja bauen. So. Ich würde sagen, gehen wir hier mit in die Ecke rein. Wir sehen mal ganz kurz. Setzen hier. Nur mit dran. Mal eine gerade Verbindung hier runter.
was hier? So. 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 Jetzt nehmen wir uns das hier. Und das damit dran. Das haben wir doch eigentlich. Gaskraftwerk angebunden und müssten eigentlich den Strom daraus produzieren, oder? Bin ich jetzt völlig behämmert? Ich muss mal überlegen. Hier will ich mal ganz kurz die Verbindung machen. Ganz merkwürdig, dass wir so und hier machen wir mal kurz Tricky. Bild hoch. Okay. Müssen wir da nur noch eine Anbindung dranhauen irgendwie. Funktioniert? Oh ja. Das hat funktioniert, ganz klar. Ja, das lassen wir aber so. Lassen wir mal weiterlaufen. Wir haben gerade... Oh ja. Funktioniert, oder? Und der müsste jetzt das exportieren. Hier drüben sollten wir massiv viel Energie allein durch das kleine Kohlekraftwerk haben. Müssen wir nur noch eigentlich diese Stadt hier drüben mit anbinden. Vor allen Dingen mit der Industrie. Ja, das sieht schon ganz gut darüber. Hm. Ich würde ganz gerne hier auf der Hälfte nochmal bei den Ressourcen, ja genau, auf der Hälfte könnte eigentlich das Dorf entstehen. Oder die Stadt schon mal so ein bisschen. Man könnte nämlich die Industrie komplett hier wegfallen und da drüben hinziehen. Müssten halt nur alle den Weg hier rüberfahren. Fände ich jetzt nicht so schlimm. Hm. Und hier nehmen wir ja dann sowieso die Ressourcen von den Landwirten. Genau. Aber den müssen wir jetzt nur nach und nach ausbauen. Jetzt steigt auch noch nicht so stark Zuwachs bei uns in der Stadt. Wobei eigentlich noch sehr, sehr viel gebaut wird, tatsächlich. Mal, ja mal ein bisschen vorspulen hier. Genau, beim Geld müssen wir mal reingucken. Export ist eh gerade. Aber auch besser machen. Hm. Ah, Mist. Brauchen wir natürlich auch Wasser. Hier drüben. Ja, das ist ja auch nicht so genial von mir. Wir könnten ja das Grundwasser anpumpen.
auch exportieren und hier könnten wir. Hier könnten wir eigentlich das Abwasser reinpumpen. Hier brauche ich auch gar keine Straße. Der braucht natürlich eine Straße. Klar. Also wollte ich das nicht. Okay. So. Also. Ja, einfach mal eine Straße hier drüben. Klar. Hier hin und. Mit dran. Dann lassen wir das mal weiterlaufen. Hier drüben. Wasser. Mit dran. So. Dann haben wir das auch. Eine hohe Kriminalität. Ah, wir könnten ja eine Polizei bauen. Das wäre ja schon hilfreich tatsächlich. Hier setzen wir hier drüben hin. Sollte der Wert auch gleich wieder verschwunden sein. Zum Geld aus. Oh ja, ja. Export geht hoch, ist gut, ist gut. Sicherheit. Okay, dann können wir mal gucken. Was haben wir jetzt hier auch beim Wasser? Oder? Gut, der arbeitet vielleicht noch nicht so viel. Hier finden wir noch eine zusätzliche Pumpe und noch ein Filtersystem. Okay. Da gucken wir später noch mal rein. Staatlichen Zuschüsse, die sinken jetzt schon weiter. Wir aber relativ viel exportieren an Strom. Wir haben schon mal ein neues Gebäude, ein Spezialgebäude, Vertigo Square. Hier irgendwo noch mit dran. Haben wir denn noch einen Platz hier? Da wird gebaut, da wird gebaut. Habe ich einen freien Platz hier? Oh, ja, dann. Hoppala. Ach, das ist gut. Das passt rein. Okay. Die mittlere Dichte, da steigt schon mal. Das gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch bekommen? Wir können Nutztiere und Stein. Oh. Okay, warte, wir gucken jetzt nochmal schnell rein. Wir sind jetzt übrigens im Plus. Aber irgendwie der Wasserexport noch nicht. Wir haben nächsten Meilenstein. Großes Dorf. Wir haben es noch vorgespielt. Das wollten wir natürlich nicht. Wir wollten nicht gern Zeit vorspulen. So, wir holen uns jetzt oben den Straßen. Machen wir das. Und Parkplätze. Und wir haben auch eine Buslinie mit dazu bekommen übrigens. Und CD-Pro. Jetzt haben wir hier ganz gut eigentlich. Und hier haben wir ein bisschen Leerstand. Ich würde mal sagen, hier ist ja alles ganz gut so. Wir holen uns mal ein paar Wohnhäuser.
erstmal das hier. Ich würde sagen, die bekommen auch einen Parkplatz und einen Park. Und mal dann hier schön das einsetzen. Klein, sehr klein. Ah, Mist. Okay, hier müssen wir in die Ecke noch irgendwie einen Park reinbekommen. Wobei, hier bietet sich ja eigentlich an mit so ein paar Parks. Oder? Oder machen wir einen kleineren grünen Streifen hier. Wenn wir hier das wegnehmen, hier einen Park hinsetzen und hier vielleicht einen Park mit hinsetzen. Hier eigentlich so ein kleines, schönes Gebiet holen. Setzen wir hier noch einen hin. Auf die andere Seite passt keiner mehr. Okay. Nee, den machen wir wieder weg. So, wir sind jetzt übrigens wieder in den grünen Zahlen. Wasserexport haben wir irgendwie immer noch nicht. Okay. Aber warum? Speicher noch mit drin. Nee. Ja, das muss ich mir noch mal genauer angucken. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. Was kommt? The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading. Okay, irgendwo ist hier ein Waldbrand. The billowing clouds of smoke. Aber das ist gar nicht health risk to anyone nearby. So, wir gucken noch mal weiter hier. All citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Nein, schön Park hier durchziehen. Einmal so und dann vielleicht nochmal. Und hinten hier rein. So. Zwei Parks hin. Nämlich hier. Hier nochmal einer hin. Hier ein kleiner Spielplatz. Und das haben wir jetzt nochmal voll mit Bäumen. So, ein bisschen hier in die Mitte. Und hier drüben. Und das lassen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen wachsen. Hier war ganz schön ramponiert aus. Die wollen wir hier, glaube ich, auch nicht haben. Der. Ja, genau so. Das wollen wir hier gerade nicht. Nochmal wegen dem Feuer. Keine Ahnung, warum es die Meldung gab, weil ich sehe jetzt hier irgendwie gar kein Feuer. Oder ein Waldbrand, aber ist okay. Hier entstehen schon die ersten mittlere Dichtungen, glaube ich. Ist nicht genau. Ja, cool. Wohnhäuser mittlerer Dichte. Mehrfamilienhäuser. Cool. Gefällt mir. Ich könnte mir doch mal einen dazwischen so hinstellen. Eine billige Mietwohnung. Mal. So. Dann lassen wir das hier auch erstmal sich hochziehen so ein bisschen. Und warten mal ab. Auch mit der kein Gewerbe erstmal ausweisen, dass wir dann beim nächsten Mal vielleicht die Häuser, die Wohnhäuser mit Gewerbe drunter bauen. Haben wir hier vielleicht so eine kleine gemischte Ecke um die Schule herum. Die müssen wir auch noch diese Straße ausbauen.
Aber haben wir jetzt hier irgendwo schon Stauprobleme? Nee, eigentlich nicht. War ja doch hier vorne. Da setzen wir auch mal die Ampeln weg. Hier kommt auf jeden Fall Zebrastreifen weg. Hier kommt die Ampel weg. Ja, und hier kommt der Weg weg. So. Und den müssen wir überall hier wegmachen. So. Ja, nochmal. Okay. So, hier drüben auch noch. Natürlich. Den Park lassen wir erstmal so. Oh, wir setzen noch ein paar Büsche. Können wir mal machen. Sieht ein bisschen voller aus, wenn alles ausgewachsen ist. Okay. Machen wir so rein. Hier sollte auf jeden Fall viel hochkommen am Ende. Aber das braucht jetzt wahrscheinlich sehr viel Zeit. Kurz überlegen, bringen wir hier irgendwo noch einen Kreisverkehr rein? Weil nee. Hier haben wir nicht den Platz dafür. Okay, dann machen wir hier um den Grünstreifen herum. Machen wir so ein paar größere Wohnhäuser am besten. Und wir sind jetzt auch schon bei 2000 Einwohnern. Krass, das ging schnell. Genau, jetzt gucken wir nochmal kurz rein. Immer noch ein Wasserexport. Wieso nicht? Ja, nur Strom. Verstehe ich noch nicht ganz. Ja, hier drüben haben wir keine Mitarbeiter. Was ist das Problem vielleicht? Ah. Das ist wirklich schlecht. Aber holt er auf jeden Fall was da rein. Haben wir noch nicht genug Verfügbarkeit? Ist das vielleicht das Problem? Könnten wir eigentlich noch eine Grundwasserpumpe da hinsetzen. Könnten wir eigentlich auch eine zusätzliche Pumpe da installieren, um das voranzutreiben. Oder wir warten erstmal ein bisschen ab, dass wir vielleicht noch ein paar Angestellte bekommen. Damit wir mehr produzieren. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Tschüss.